In 300 Metern links abbiegen. Auf die A4 Richtung Chemnitz. Nee, Richtung Leipzig. Zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade im Auto mit Maddie, aber Maddie fährt. Wir sind auf dem Weg nach Leipzig. Ja! Ich habe ja die Nacht freundlicherweise bei übernachten dürfen und deswegen kann ich den heutigen Samstag auf der Messe verbringen und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Die Anfahrt gestern war allerdings ein bisschen uncool, weil wer hätte damit gerechnet, dass es gefühlte 10 Meter Neuschnee gibt. Ja, also wir haben in dem Haus so ganz kleine Fussel gehabt. Dresden hat ein bisschen mehr. Auf dem Weg nach Dresden lag auch ein bisschen mehr. Also ich habe insgesamt 2 Stunden mehr auf der Autobahn verbracht, weil die, zugeschneit war und ich zwischendurch hinter dem Winterdienst hinterher getorkelt bin irgendwie. Aber ich bin heile angekommen. Wir haben ein bisschen wenig Schlaf gehabt und ja, jetzt geht's gleich auf die Messe. Und oh, wir haben sogar ein Cosplay dabei. So, Maddie, bist du happy? Ich habe Tee und Zupfkuchen. Sie hat ihren Tee bekommen. Was ist das für Tee? Na, mein Standard-Tee. Pfefferminztee mit Zitrone.
auf dem Weg zur Halle 2. Und schaut mal, die Durchgänge, diese Glasdurchgänge, sind komplett gefroren. Da hängen Eiszapfen runter. Hier gerade die Lesung von Jennifer Jäger, a.k.a. Lisa Grimm, die aus ihrem neuen Buch Die Götter von Asgard vorliest. Sie hatte gemeinsam mit anderen bekannten Lieder gekrönt und sich dem sanften Rausch des Alkohols anvertraut. Doch mittlerweile liegt die Wirkung nach. Thank you.
mittlerweile in Halle 4 vor der Messepfanne angekommen. Ja. Es ist, ich glaube, kurz vor 3 oder so. Also der Tag ist echt noch nicht so lang für uns. Aber da, Maddie blendet Uhrzeit ein. Oldschool, Uhrzeit-Einblendung, so. der Tag war noch gar nicht so lang, aber wir sind schon ziemlich viel gelaufen. Magst du mal kurz auf meine Uhr drücken? Nochmal drauf. Aha, 7300 Schritte. Danke, Maddie. Okay, wir sind schon ein bisschen durch tatsächlich. Mein Knie ist tot. Maddies Knie ist tot. Meins tatsächlich auch ein bisschen, beziehungsweise meine Hüfte ist ein bisschen tot. Ja, hier findet jetzt gleich das Blogger-Treffen bzw. YouTuber-Treffen statt. Und ich bin viel weniger gelaufen als du. Das liegt daran, dass du dein Handy hast als Spitzzähler und ich mein Armband. Ja, vielleicht, aber ich mache auch größere Schritte. Ja, das kann auch sein, Maggie ist größer als ich. Nee, hier ist gleich das Booktuber-Treffen, wie jedes Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Und ich habe die Hoffnung, dass ich da noch einige Leute treffe. Und genau. Und deswegen warten wir jetzt hier und mal gucken, was gleich passiert. Ich glaube, es wird witzig. Ich habe übrigens tatsächlich noch keinen Hut gekauft. Und ich habe auch Adriana Popescu noch nicht gefunden. Ich wollte eigentlich mir einmal zum Mond und zurück, oder wie heißt das? Wie ist das Buch? Wir googeln mal. Adrianas neues Buch auf jeden Fall wollte ich mir eigentlich von ihr signieren lassen. Das ist tatsächlich das Einzige, das ich mit habe. Und leider habe ich sie verpasst am Strand. Am Strand. Jo, am Stand. Ich habe sie leider am Stand verpasst. Ist ein bisschen schade, weil ich es extra mitgenommen habe. Aber wer weiß, vielleicht begegnen wir ihr doch noch privat, wobei meine Hoffnungen da mittlerweile relativ gering sind. Dafür haben wir Lisa gerade getroffen, beziehungsweise Liza Grimm, alias Jennifer Giger. Ich mag ihre Persönlichkeit total. Wir haben uns just for fun in ihre Signierstunde in ihre Schlange gestellt. Genau, so läuft das. Wenn man jemanden treffen möchte, einfach in die Signierschlange mit einstellen und genau. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Das ist Grüße vom Mond. Ja, aber warte doch mal. Es ist nicht da. Das Buch gibt's nicht. Das Buch gibt es nicht. Okay, nennen wir es einfach einmal zum Mond und zurück. Es ist auf jeden Fall Adrianas neues Buch. Und wenn wir herausfinden, wie es heißt, dann melden wir uns. Einblendung des Todes. Maddie, wie heißt das Buch? Mein Sommer auf dem Mond. Es heißt Mein Sommer auf dem Mond, meine Güte. Ich habe ein sehr kurzes Kurzzeitgedächtnis. Dieses Kurzzeitgedächtnis umfasst exakt 10 Sekunden. Sorry. Den ich gerade gefunden habe. Hi. Hallo Svenja. Ja. Was ist dein Highlight bisher? Frage. Kann ich beantworten? Ja, gerne. Markus, hi. Ja, zum einen natürlich die Lesung. Das sind jetzt jeden Tag. Montags, Mittwochs, gestern nicht, heute. Also, Donnerstag. Okay, Donnerstag hat sie nicht gesehen. Muss auch mal sein. Ja, wir sind übrigens bei dem Blogger-Treffen hier. Ich habe Svenja einfach mal mit reingezogen. Ach scheiße, jetzt muss ich doch. Es tut mir leid. Muss ich das rausschneiden? Er darf nicht bleiben. Hallo.
Guck mal, die Ava. Hallo. Das Lustige ist, weißt du, sie vloggt für ihren Vlog und ich klau mir dann ihr Material. So läuft das bei mir. Ja, die Jacqueline, die vloggt halt auch und ich vlogge auch. Wir müssen noch mit tauschen machen. Ich habe noch gar nichts gemacht. Wir wollten auch tauschen. Aber sie hat noch nichts gemacht. Ich bin eine professionelle YouTuberin. Oh, ich werde dann vielleicht interviewt. Oh, hab ich gehört. Auto kratzen. Und bevor wir jetzt nach Hause fahren, muss ich euch noch mal ganz kurz was zeigen. Wir stehen hier nämlich auf einem ziemlich geilen Parkplatz. Maddie macht ihr Auto frei. Wir müssen uns das Schild mal angucken. Seht ihr dieses Schild da? Guckt es euch ganz genau an. Wer hat den coolsten Parkplatz der Messe? Wir haben den coolsten Parkplatz der Messe. Ah, ah. Oh, er war... Was tust du? Typisch Mensch. Oh, ist alles nass, alles Schnee im Schuh. Ich hab nicht Blut im Schuh, sondern Schnee im Schuh. Ja, es
läuft bei uns. Also wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, aber ja, wir hatten den coolsten Parkplatz der Messe. Vor allem, weil wir nicht zur Geschäftsleitung gehören. Wir durften trotzdem hier stehen bleiben, weil Behindertenparkplätze ein wenig zugeschneit waren. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Hause, und also nach Dresden. Für mich geht es erst morgen nach Hause und hoffen mal, dass wir gut durchkommen. Tschüss, Maddie. Tschüss, Evo. No. Warte. No. Das war schön. Die Kameraeinstellung ist so nah. Tschüss. Tschüss. Mein Messesamstag ist jetzt auch schon wieder vorbei, und wie ihr seht, ich sitze in meinem Auto für diese Abmoderation, weil ich es gestern Abend einfach nicht mehr geschafft habe. Ist es jetzt schon Sonntag, aber es war ein so schöner Messetag. Ich habe gefühlt alles gemacht und gleichzeitig irgendwie gar nichts. Wir haben einige Leute getroffen, ich habe neue Leute kennengelernt, ich habe Bücher mit nach Hause genommen. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall bald wieder einen Neuzugänge-Post, freue ich mich sehr drüber, weil ich mir eigentlich gesagt, also ursprünglich sage ich immer, ich möchte auf Messen nicht mehr so viele Bücher mitnehmen, und jetzt hatte ich mir für dieses Jahr allerdings erlaubt, wieder Bücher zu kaufen, und das habe ich getan. 3 Bücher sind bei mir eingezogen. Tatsächlich Bücher, über die ich spontan gestolpert bin, aber dazu gibt es dann mehr in meinem neuesten Gänge-Video. Ich war viel mit der Maddie unterwegs. Wir waren bei dem Booktuber-Treffen, haben ganz viele Leute gesehen. Autoren habe ich leider absolut gar keine getroffen. Da bin ich, glaube ich, an den meisten einfach vorbeigefahren, gelaufen, wie auch immer. Habe viele leider verpasst, bin auch bei keinen Lesungen an sich gewesen. Es ist tatsächlich sehr komisch, wenn man erst am Messe-Samstag hinfährt, wenn man gewöhnt ist, quasi alle anderen Tage auch mitzunehmen. Ich habe jetzt absolut keine Termine gehabt. Ich habe mir nichts vorgenommen gehabt. Ich habe einfach mal geguckt, was passiert und welche Leute ich treffe und was ich machen möchte. Das war mein Messe-Samstag. Und ja, komplett anders als sonst irgendwie. Aber ich war froh, dass ich auf jeden Fall da sein konnte. Und ich hoffe, euch haben diese Impressionen gefallen. Ich muss allerdings sagen, ich habe sehr viel gefilmt, aber mir ist gegen Ende des Tages tatsächlich aufgegangen, dass ich ganz viele Stände auch gar nicht gesehen habe. Und deshalb gibt es jetzt tatsächlich doch noch eine spontane Umentscheidung von mir. Ich habe gesagt, ich gehe nur am Samstag hin. Jetzt gehe ich doch noch am Sonntag hin, und das Wetter hat mitgespielt. Deswegen stehe ich jetzt bereits wieder auf dem Messegelände. Und ja, schaut mal unten in der Infobox vorbei, ob das neue Video von Sonntag auch schon da ist. Ich wollte es nämlich nicht alles in ein Video quetschen. Ansonsten bleibt gerne dabei, lasst mir ein Abo da, und dann sehen wir uns nämlich in den nächsten Tagen auch am Messesonntag. Und falls wir uns nicht getroffen haben an diesen Messetagen, traurig, aber wir sehen uns dann garantiert auf der nächsten Messe beziehungsweise bei anderen Veranstaltungen, und ich freue mich schon ganz doll auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.